junges Mädchen, Chef. Ja? Kaum 20 Jahre alt, getötet durch Herzschuss. Sie hat nichts bei sich. Keine Handtasche, keine Papiere, keinen Schmuck. Aus der Kleidung kann man auch nichts schließen. Im Rock war ein Etikett, aber das ist rausgetrennt. Sie hat sehr kleine Füße. Hallo? 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 Es funktioniert nicht. Es funktioniert schon. Melden Sie sich nur. Danke. Hallo? Du sollst dich melden. Jetzt. Jetzt, Hans, jetzt. Hallo? Nehmen Sie mal ab, Chef. Das ist wegen der Toten vom Güterbahnhof. Wer ist denn am Apparat? Anscheinend die Großeltern von dem Mädchen. Kommissar Keller. Hallo, ja. Wir haben ein Bild in einer Zeitung gefunden. In einer Münchner Zeitung. Was sagst du? In einer Münchner Zeitung. In einer Münchner Zeitung. Die uns jemand zugeschickt hat. Ja, die uns jemand zugeschickt hat. Es ist unsere Enkelin Eva. Eva Tam. T-H-A-M. Ja. Die Zeitung hat man Ihnen zugeschickt, sagen Sie. Ohne Absender. Aha. Nur die Zeitung. Von wo telefonieren Sie? Das ist hier... Wir sind hier in Aidenbach. Aidenbach? Wo liegt denn das? Aidenbach? Ja. Niederbayern. Ah ja, Frau Tam, könnten Sie zu uns kommen, nach München? Sofort. Ja, sucht doch mal eine Zugverbindung aus, ja? Ja, ja. Frau Tam, bitte, es dauert ein Weilchen. Bleiben Sie am Apparat, ja? Moment, ich habe nichts zum Schreiben. Hast du was zum Schreiben? Wann? Wann? Ja. Ja, es ist gut. Ja, ich habe verstanden. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, Gott sei Dank wissen wir jetzt wenigstens den Namen des Mädchens. Ja. Da kommt jetzt etwas Schwieriges auf uns zu. Ja, es tut mir leid, ich muss jetzt rauchen. Ich meine, wir sind ja unter uns, es sieht uns ja keiner. Und so. Ja, danke. Na, was ist denn das? Das ist ja plötzlich ein Schlammbeißer, den kenne ich ja noch gar nicht. Ja, das ist mein Abschiedsgeschenk an Sie. Ja, du verlässt uns jetzt so einfach, ne? Hm. Ich wollte mich verabschieden. Ich gehe morgen zu Oberinspektor Derrick. Harry, ich habe alles versucht, dich zu halten, aber ja, ist ja nicht aus der Welt, ne? Nee. Sind ja nach wie vor im gleichen Haus. Das ist wirklich süß. Prima Idee. Danke. Bitte. Wie lange warst du schon bei mir? Ja, insgesamt 6 Jahre. 6 Jahre? Ja, 6 Jahre bin ich auch Kommissar. Schöne lange Zeit, was? Mhm. Ich wollte mich für alles bedanken, Chef. Ach, Gott, Nee, ich... Mich sau wohl gefühlt hier. Ja, bleib wie du bist, Harry. Ein bisschen pünktlicher kannst du natürlich sein. Hm. Ja, komm, es ist soweit, glaube ich. Ja. Ja. Und wein nicht, nimm dich ein bisschen zusammen. Ja. Es ist soweit. Also. Ja, was kommt denn da alles? Von unserem kleinen Polizistengehalt, sozusagen vom Munde abgespart, für einen lieben Kollegen, den wir... sehr ungern verlieren. Ja, aber ich bin doch nur ein paar Türen weiter. Ja, aber du sitzt mir nicht mehr gegenüber. Ja, mir nämlich auch nicht. Was ist denn? Gibst du die Flasche nicht auf? Doch, es kommt schon. Und wenn ich mal, wie jetzt nicht weiter wusste, dann habe ich dich angesehen und dann war ich getröstet. Wieso? Weil du auch nicht weiter wusstest.
Oh, wir haben sogar Warnsekt für dich. Aber das ist doch wahr, die reißen doch wirklich eine Familie auseinander hier. Ja, ja. Sage diesem Herrn, Derek heißt er, glaube ich, nicht? Ja. Wenn der dich nicht richtig behandelt, dann kriegt das mit uns zu tun. Ja. Irgendwas falsch an der Formulierung, Chef? Nein, nein, ich bin ganz eurer Meinung. Danke. Also, Ari. Tja. Alles Gute und toi, toi, toi. Danke, Chef. Robert, dank dir. Ari. Walter, danke schön. Rehbeinchen. Prost. Ja, aber wo ist eigentlich dein Bruder? Der wartet ja draußen. Oh. Komm rein, Ari. Mach die Tür zu. Ist alles in Ordnung, Ari? Ja, was meinst du? Na, wie ich aussehe. Ja, sicher ist alles in Ordnung. Trägst den gleichen Anzug. Also gut. Ah, das ist also. Jawohl, Herr Kommissar. Guten Tag, Herr Kommissar. Tag. Na ja, der schleift sich schon noch ab. Wie meinen Sie? Harry, erklär es Ihnen was. Er kommt doch gerade vom Kurs runter, da waren wir doch alles. Ja, natürlich, das meine ich. Ja, ja, aber was, bei uns geht es ein bisschen lässiger zu, nicht? Also nicht so förmlich. Wir haben hier mehr ja, einen familiären Ton, würde ich sagen, nicht? Da ist nicht ganz unser Chef unschuldig dran. Er sagt nämlich, also wenn ich einen Kommisston höre, bevor ich den höre, da gehe ich lieber gleich in Pension. Stimmt doch, nicht? Na ja, aber jetzt hast du ihn verunsichert. Ein Glas für den, der geht. Danke. Ein Glas für den, der kommt. Danke. Bitte. Herzlich willkommen. Besten Dank, Herr Kommissar. Prost. 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 Erwin heißen Sie, glaube ich, ne? Ja. So, und jetzt lass uns mal alleine. Ich habe hier noch einige Sätzchen mit Ihnen zu sprechen. Ne? Also, Erwin. Jawohl, Herr Kommissar. Nein, nein, nein. Sag bloß nicht, Herr Kommissar. Und das Jawohl, das können wir auch weglassen, ja? Ja. Gut. Du warst auf dem Revier? Ja. Und dann Funkstreife? Ja. Und dann Schule? Ja. Ja, da muss ich dir gleich etwas sagen. Ich habe vielleicht die etwas schlechte Angewohnheit, meine Mitarbeiter bei der täglichen Arbeit zu duzen. Und das ärgert manche Leute. Ja, die finden das nicht richtig. Und die halten das für autoritär. Das ist natürlich vollkommener Quatsch mit Soße. Ich duze euch, weil, ja, einfach weil ihr mir näher steht als alle anderen. Und weil es vielleicht ein bisschen zu spät sein dürfte, mich jetzt noch zu ändern. Begreifst du das? Jawohl, Herr Kommissar. Ja. Dich interessiert also die Kriminalpolizei. Warum? Ich dachte, das ist eine interessante Tätigkeit. Oh ja, das ist es. Die Bekämpfung des Verbrechens ist eine Pflicht. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, eine ethische Pflicht. Und keine Angst, ich bleibe ganz normal. Das Verbrechen ist durchaus keine Ausnahmeerscheinung. Das Verbrechen ist permanent. Ich unterscheide zwei Gruppen von Verbrechen. Das Merkmal der ersten Gruppe ist, es wird begangen an den Schwachen. Das Merkmal der zweiten Gruppe ist, es wird begangen von den Schwachen. Wenn du also eine Erklärung suchst für ein Verbrechen, dann suche sie in den Abgründen deiner eigenen Seele. Da wirst du sicher ein Echo finden. Sieh dir mal das Bild an. Ach, das habe ich schon in der Zeitung gesehen. Das Mädchen hat sehr kleine Füße. Harry? Ja? Du hast doch noch Zeit für uns heute. Ja, natürlich. Gut, dann nimm deinen Bruder und geh mit ihm zum Bahnhof. Um 13.05 Uhr kommen die Großeltern dieses Mädchens an. Kannst du gleich anfangen bei uns? Mhm, Chef. Ja, dann trink aus. Ja. Danke. So, nur ab zum Bahnhof. Bitte steigen Sie mal ein. Ich nehme den Koffer schon. Stimmt es, dass man das Kind von einer Eisenbahnbrücke heruntergeworfen hat? Ja, das stimmt. Ich frage mich, was von einer Welt zu halten ist, in der solche Dinge geschehen. Wohin fahren wir? Jetzt bist du dran. Zuerst zum Gerichtsmedizinischen Institut.
Kann ich gleich mit Fragen anfangen? Ja, fragen Sie. Die Eva war Ihre Enkelin. Hat sie bei Ihnen gewohnt, gelebt? Ja, wir haben sie erzogen. Ja. Sie hat keine Eltern mehr? Unser Sohn ist gestorben und die Mutter konnte sich um das Kind nicht kümmern. Und wie lange hat Eva bei Ihnen gelebt? Bis vor einem Jahr. Da war sie also noch in der Schule? Nein, sie war Verkäuferin in einem Wäschegeschäft. Rossner heißt der Mann. Er hat auch ein Geschäft in München. Und er sagte, er könne die Eva in München brauchen. Ich sagte, Kind, was willst du denn in München? Wir konnten ihr nicht widerstehen. Sie hatte eine Art, die es einem schwer machte, ihr etwas abzuschlagen. Sie rannte immer. Ja, sie rannte immer. Sie war ein Mensch, der nicht langsam gehen konnte. Ich sagte, Kind, warum rennst du so? Hast du Angst, etwas zu versäumen? Nein. Nein, wir waren nicht die Leute, ihr etwas abzuschlagen. Wir liebten sie zu sehr und setzten ihr keinen Widerstand entgegen. Sie hielt München für ihr Glück. Das ist nicht der richtige Platz für Menschen, wenn sie gestorben sind. Also, vor einem Jahr kam die Eva Tamm nach München. Ja, ja. Sie hat zu Hause in einem Wäschegeschäft gearbeitet, ja, bei einem Herrn... Rossmann. Rossmann, der auch in München ein Wäschegeschäft hat. Ja. Ja, er hat versprochen, sich um Eva zu kümmern. Ja, seien Sie ganz unbesorgt, hat er gesagt. Ich werde auf Sie aufpassen, dass es ihr gut geht und dass ihr nichts geschieht. Hat er gesagt. Wo kann man den Mann finden? Haben Sie eine Adresse? Guten Tag. Guten Tag, die Herren. Sie wünschen bitte? Können wir Herrn Rossmer sprechen? Der ist nicht da. Kriminalpolizei. Das ist Kommissar Keller. Mein Name ist Klein. Kommen Sie doch bitte mit nach hinten. Wir kommen wegen Ihrer Kollegin Eva Tamm. Eva Tamm? Sie ist seit Monaten nicht mehr bei uns. Ach, Sie haben nicht Ihr Foto in der Zeitung gesehen? Foto in der Zeitung? Was ist sie geworden? Schönheitskönigin? Nein, sie ist tot. Sie ist ermordet worden. Naja, irgendein Ende musste das ja nehmen. Ist das alles, was Sie dazu sagen? Ich war nicht mit ihr befreundet. Aber Sie haben doch zusammen gearbeitet, hier in diesem Geschäft. Ungefähr 2 Monate. Und was haben Sie an ihr auszusetzen? Ihre Dummheit. Können Sie das ein bisschen näher erklären? Ich gebe nur einen Eindruck wieder von einem Mädchen, das sich Illusionen gemacht hat. Jeden Tag und über alles. Sie fragen ja gar nicht, was ihr passiert ist. Was ist ihr passiert? Sie ist erschossen worden und von einer Brücke aus in einen vorbeirollenden Güterwagen geworfen worden. Wo hat sie gewohnt? Herr Rossmer hatte in seiner Wohnung noch ein Zimmer frei. Er hat eine geräumige Wohnung. Woher wissen Sie, dass er eine geräumige Wohnung hat? Ich habe auch mal da gewohnt. Ja, der Herr Rossmer, ihr vermietet er denn Zimmer? Nein, Miete hat er nicht verlangt. Bitte schön. Danke. Guten Tag. Guten Tag. Ja, guten Tag, die Herr. Kriminalpolizei höre ich. Ja. Wollen Sie wirklich zu mir? Ja, wenn Sie Herr Rossmer sind. Ja, mein Name ist Rossmer. Ich bin Kommissar Keller, das ist mein Mitarbeiter, Herr Klein. Freut mich, bitte nehmen Sie noch Platz. Dankeschön. Ja, danke. Bitte. Was kann ich für Sie tun, Herr Kommissar? Sie hatten eine Verkäuferin, Eva Tamm. Ja, das ist richtig, aber die Eva Tamm ist schon sehr lange nicht mehr bei uns. Ja, ich weiß. Sie wissen. Ja, wir haben uns erkundigt. Ja, bei meiner Frau Krass sicherlich. Ja. Liegt dann irgendwas vor? Eva Tamm ist ermordet worden.
ermordet. Dann war sie das doch. Wir hatten nämlich ein Foto in der Zeitung gesehen. Ich sagte noch, ist das nicht die Eva Tam, die wir mal im Laden hatten? Sie haben sie auf dem Foto nicht erkannt? Nein, nicht genau. Das heißt, ich war nicht sicher, ob sie es war. Ja, auch meine Schwester war es nicht. Ach, Sie sind die Schwester? Ja, das ist Frau Wagner. Sie führt mir den Haushalt. Wie gesagt, wir hatten das Foto in der Zeitung gesehen, aber wir waren nicht ganz sicher. Obwohl sie 2 Monate bei Ihnen gewohnt hat. Woher wissen Sie das? Ihre Frau Krass hat es uns erzählt. Sie meinte, sie hätte das Zimmer räumen müssen, damit Eva Tam einziehen konnte. Er weiß es, Hattie. Er weiß es. Ja, wir wissen, dass Sie dieses junge Mädchen zu Ihrer Geliebten gemacht haben. Das war wohl eher umgekehrt. Hör auf! Ich will nicht, dass hier etwas... gegen dieses Mädchen gesagt wird. Ja, ich habe ihr Foto in der Zeitung gesehen und ich wusste, sie war tot. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Was wollen Sie wissen, Herr Kommissar? Sie haben Eva Tam nach München geholt. Warum? Er brauchte eine Verkäuferin. Nein, ich brauchte keine Verkäuferin. Wollte sie in München haben. Wollte sie einfach in meiner Nähe haben. Es war ihre Art zu leben, die mich fasziniert hat. Mehr, als ich Ihnen beschreiben kann. Sie hat also hier bei Ihnen gewohnt? Ja. Ich war dagegen. Du sollst erzählen, dass ich dagegen war. Gleich am ersten Abend habe ich zu ihm gesagt, halbwüchsiges Mädchen, mit dem du dich lächerlich machst. Sie soll ihren Koffer wieder packen und in ein Hotel gehen. Nein. Wahnsinnig, so ein schönes Zimmer. Das ist viel schöner als das, was ich zu Hause habe. Freut mich, wenn es Ihnen gefällt. Danke, danke. Sie umarmte mich. Und ich fragte mich tagelang, was bedeutet diese Umarmung? Wem galt diese Zärtlichkeit? Galt sie mir oder war sie ganz allgemein? Irgendwie ahnte ich, dass sie gar nicht anders konnte, als sich in Liebe auszudrücken. Ich stand manchmal nachts vor ihrer Tür. Ich konnte nicht anders. So groß war die Faszination, die sie ausübte. Was stehst du da wie ein Hund vor ihrer Tür? Schämst du dich nicht? Meine Schwester verstand es nicht. Begriff es nicht. Sie hat es heute noch nicht begriffen, dass das keine normale, keine gewöhnliche Sache war. Ja, sie wurde meine Geliebte. Aber ich beging einen Irrtum, wenn ich dachte, dass sie mich meinte, wenn sie mich umarmte. Ich war nicht der Gegenstand ihrer Liebe, ihres Gefühls, sondern nur der Anlass. Und ich werde Ihnen sagen, wann ich dies begriff. Erzähl die Geschichte nicht. Warum nicht? Eines Nachts klopfte meine Schwester an die Tür. Bitte komm mal raus. Komm mal raus! Ich will das nicht! Ich will das nicht! Ich habe meinen Koffer gepackt. Wenn du nicht herauskommst, gehe ich! Was hast du gesagt?
Sie umarmte meine Schwester, küsste sie, streichelte sie. Es war die gleiche Herzlichkeit, für die sie nur einen Anlass brauchte. Einen Anlass. Gleich welchen. Sie war nur 2 Monate bei Ihnen. Ja. Dann kam ein gewisser Mischa vorbei. Er sah Eva im Schaufenster. Er klopfte an die Scheibe. Und als sie lachte, kam er gleich rein. Sie wünschen? Was ich möchte, das möchte ich gleich mitnehmen. Bitte? Sie brauchen es nicht mal einzupacken. Was möchten Sie denn? Die junge Dame da im Schaufenster. Da ist ein junger Mann, der hat einen etwas ausgefallenen Wunsch. Ja, was will er denn? Die Eva Tamm mitnehmen. Ich habe gesagt, da muss ich erst den Chef fragen, was sie ihm wert ist. Der Mann war Fotograf. Er sagte, die Eva sei ein Typ, den er brauche, sofort brauche. Er habe ein Auge dafür, dass sie sich fantastisch fotografieren lasse. Zuerst wollte ich den Mann rauswerfen. Aber dann sah ich Eva an und sie war, man sah das sofort, begeistert. Ein solches Angebot entsprach ihrer Fantasie, ihrer Vorstellungskraft, die immer auf Außergewöhnlichkeiten eingestellt war. Nach 3 Tagen wohnte sie bei diesem Mann. Die Fantasie, Herr Kommissar, ist wie ein Vogel. Er fliegt ihnen davon und sie behalten ein paar Federn zurück in der Hand. Ich brachte ihr ihren Koffer vor ihre neue Haustür. Sie umarmte mich. Und ihre Umarmung war genauso herzlich, wie sie es früher gewesen war. Meine Trauer, meine Verzweiflung waren verschwendet. Kriminalpolizei. Ich habe Ihren Besuch erwartet. Sie kommen wegen, ihretwegen. Ja, ihretwegen. Ich habe in der Zeitung gelesen. Sie lebt nicht mehr. Und warum haben Sie sich nicht bei der Polizei gemeldet? Nur, weil ich Sie mal gekannt habe? Sie haben doch das Mädchen aus dem Schaufenster eines Wäschegeschäfts herausgeholt. Ja. Ich habe sie gesehen und da wusste ich sofort, dass ich sie fotografieren möchte. Weil sie so ein seltener Typ war. Ja, was war denn das Seltene an ihr? Oh. Ich glaube nicht, dass Sie das verstehen werden. Ich glaube schon. Hm. Sehen Sie, ich fotografiere Gegenstände, um etwas auszudrücken, was nicht gegenständlich ist. Das Nicht-Gegenständliche an Eva Tamm, was war das? Ihr Glaube. Ihre Überzeugung von der Einmaligkeit dieses Daseins. Das war es, was sie ausdrückte. Was sie verkörperte. Und irgendwie war sie... Entschuldigen Sie, wenn ich mich so schlecht ausdrücken kann. Schlecht formuliere. Sie war froh, dass sie existierte und fand alles... Sie fand alles in Ordnung. Na, hören Sie, wenn Ihnen so ein Typ begegnet, Herr Kommissar. Sie hat dann bei Ihnen gewohnt? Ja. Sie lebten allein? Nein. Was hängen denn hier für Kleider, Michael? Das macht nichts, hängen deine Sachen da dazu. Das sind Kleidungsstücke von einer Freundin. Sie hat sie hier vergessen. Es war ihr nicht wichtig. Verstehen Sie, es interessierte sie gar nicht. Ich lebte mit einer Freundin zusammen. Sie war verreist und kam 2 Tage später zurück. Es war eine unangenehme Szene. Ich erzähle sie Ihnen, um Ihnen zu zeigen, wie sehr ich handelte, ohne nachzudenken. Blind. Wie blind. Wer ist denn da? Seit 2 Tagen lebe ich mit einem Mädchen zusammen, Margot. Ah ja. Du fotografierst sie? Ja,
Das ist ein sehr gutes Modell. Ja. Die Fotos sind gut. Oh, das siehst du? Das sehe ich. Ich pack da meine Sachen und verschwinde, ja? Guten Abend. Guten Abend. Wer ist denn das? Margot. Sie hat hier bei mir gewohnt. Sie war verreist und ist jetzt zurückgekommen. Sie packt nur ein paar Sachen. Aber sie geht. Warum? Sie ging ihr nach und ich dachte, ey, 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 was passiert jetzt? Sie will nicht, dass ich gehe. Ich sagte, aber warum denn nicht? Jetzt sind Sie doch an der Reihe. Nein, hat sie gesagt. Hab mich umarmt und mich geküsst. Wo hast du denn die her? Wieso, was meinst du mit diesem Nein? Will sie dich nicht gehen lassen? Unter gar keinen Umständen. Ich sagte besten Dank, Kindchen, dass Sie nicht darauf bestehen, dass ich noch ausziehe. Dann werde ich eben vorne schlafen. Weißt du, was sie daraufhin sagte? Nein, nein, schlafen Sie nur hier. Ich kann ja vorne schlafen. Liebt sie dich denn nicht? Das fragte ich mich auch. Ich fragte mich das, weil ich sie damals noch nicht so gut kannte. Nicht so gut wie heute. Wo hat sie geschlafen? Ein merkwürdiges Mädchen. Willst du mit ihr zusammenleben? Ja. Ich möchte es gern. Wie stellst du dir das vor? So? Wie jetzt? Wie lange war Eva hier? Ungefähr 4 Wochen. Wissen Sie, sie war... Sie ließ sich nicht festhalten. Wer ist das Mädchen, Herr? Welches Mädchen meinst du? Mischa. Ah, tu mir einen Gefallen. Lass ihn nur her. Du sollst die Finger von ihr lassen. Das sind doch Mädchen genug. Was kannst du denn mit ihr anfangen? Sie ist doch überhaupt nicht dein Typ. Was weißt du von meinem Typ? Mädchen in Ruhe. Geh dich, Mischa. Du kannst doch gar nichts mit ihr anfangen. Was hast du denn vor mit ihr? Pack ihren Koffer. Was? Sie sitzt schon im Wagen unten. Pack ihre Sachen. Und sie ist einfach mitgefahren? Ja, natürlich. Aber bitte, Sie dürfen ihr das nicht übel nehmen. Es bedeutete gar nichts für Sie, mit wem sie nun war. Also nicht in dem Sinne, dass sie jetzt sich für einen Menschen entschieden hätte. Es war einfach von keiner großen Wichtigkeit.
Verstehen Sie das? Wie heißt der Mann? Arno Hess. Ja, sie hat bei mir gewohnt. Wie lange? Halbes Jahr. Dann habe ich sie völlig aus den Augen verloren. Wissen Sie, dass dieses Mädchen tot ist? Ich weiß. Woher wissen Sie es? Aus der Zeitung. Guten Tag. Guten Tag. Das sind Herren von der Kriminalpolizei, Mama. Herr Keller, Kommissar Keller und Herr Groß oder Klein? Klein. Meine Mutter. Sie kommen wegen Eva. Das habe ich mir gedacht. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Komm her. Hast du ihnen gesagt, dass dieses Mädchen ein halbes Jahr bei uns gewohnt hat? War gar nicht dabei. Ein ganz reizendes Mädchen. Wir alle bedauern ihr Schicksal sehr. Was fragt man dich? Wir sind gerade dabei, nicht wahr? Bitte? Frage sie. Bei der Beantwortung kann ich sicher behilflich sein. Danke. Was haben Sie für einen Beruf, Herr Hess? Kaufmann. Üben Sie diesen Beruf aus? Üben Sie diesen Beruf aus, aber selbstverständlich. Ja, Sie haben kein Büro, Sie haben keine Angestellten, selbst sind Sie auch kein Angestellter. Sie haben dich erkundigt. Tja. Sie sind vorbestraft. Immerhin wegen Körperverletzung. Sie leben alle noch. Er schlägt gerne. Ich habe ihm die paar Wochen Gefängnis gegönnt. Außerdem waren Sie noch in andere Verfahren verwickelt, die gravierende sind. Handel mit Rauschgift. Ja. Aber es war Ihnen nichts nachzuweisen. Leider, wie ich fast sagen muss. Er neigt zu Leichtsinn, zu Unbesonnenheiten. Die jungen Leute, Herr Kommissar, haben eine andere Wertskala. Das ist das Problem. Was wir entsetzlich finden, bedeutet Ihnen gar nichts. Und tatsächlich unterliegt ja die Moral auch dem Zwang der Veränderung, den man normal nennen muss. Ich weiß nicht. Ich habe solche Fragen nicht zu beantworten, zum Glück. Ich habe einen Mordfall zu untersuchen. Wir folgen der Spur eines toten Mädchens und sind jetzt bei Ihnen angelangt und begegnen zum ersten Mal dem Kriminellen. Aber, Herr Kommissar. Wir haben uns also mit Ihnen zu befassen. Aber bitte. Herr Hess, Sie haben dieses junge Mädchen von einer Party mit nach Hause gebracht. Ja, sie gefiel mir. Wie intensiv war Ihre Beziehung? Ich will es Ihnen sagen, Herr Kommissar. Denn ich erinnere mich noch genau an den Morgen. Ich saß beim Frühstück, als da plötzlich eine mir völlig unbekannte Person erschien. Sie war verdutzt, aber sie lachte sofort und sagte: Guten Morgen. Entschuldigen Sie, Sie sind seine Mutter, nicht wahr? Er sagte, du wirst vielleicht meiner Mutter begegnen. Darf ich fragen, wie Sie sind? Sie sagte es mir. Sie gab mir die Hand und erzählte mir, wie sie in dieses Haus gekommen war. Ich fragte, hast du Hunger und Durst, Kind? Kurz, wir frühstückten zusammen. Und was ich dachte, das möchte ich Ihnen sagen. Ich dachte, wo hat er denn dieses prachtvolle Mädchen her? Ein prachtvolles Mädchen. Das war mein Eindruck. Können Sie den Eindruck, den Sie hatten, genauer beschreiben? Genauer. Sie war vielleicht etwas einfältig. Ich meine, sie war nicht schwierig. Das war sie nicht. Ich sagte nur gleich zu meinem Sohn, du wirst sie nicht lange haben. Diese Mischung zieht Männer an wie Fliegen. Womit ich recht hatte. Er verlor sie von heute auf morgen. Wie war das noch? Kam
eines Tages einfach nicht nach Hause. Sie hatte ein bisschen was von einem jungen Hund, dem alles gefällt und der mit jedem mitläuft, der mit dem Finger nur so macht. Wer machte denn so? Wer? Wie es war. Er weiß es nicht. Es hat ihn einfach nicht mehr interessiert. So war es doch. Ja, so war es. Sie können uns keinen Namen nennen? Nein. Und Eva Tamm haben Sie nie wieder gesehen? Schon. Schon, ich habe Sie schon gesehen. In Kneipenlokalen habe ich. Wissen Sie, ich... Für mich, schauen Sie, die Geschichte war vorbei. Ja, ja. Ja, erledigt. Ja? Deswegen interessiert mich nicht, was Sie jetzt, ich meine, mit wem Sie jetzt zusammen war. Was machst du? Hör auf! Hast du Grund zu lachen? Sehen Sie, wie heftig er ist. Warum sagst du nicht die Wahrheit? Es hat dir nicht gefallen, dass sie von dir weglief. Sie spielen sich nur auf mit all ihrer Kraft und weinen, wenn ihnen ein Mädchen davonläuft. In welchen Lokalen verkehrte sie denn? Moment. So. Nun sind Sie dran, meine Herren. Ja. Tut mir leid, dass Sie haben warten müssen, aber Wein für Sie? Ja. Sie sehen ja, was los ist. Okay. Ja, Moment. Haben Sie trotzdem Zeit, einen Blick darauf zu werfen? Wissen Sie, mein Chef hat mir gesagt, wenn dir einer ein Foto zeigt, du kennst niemanden. Damit ersparst du eine Menge Ärger. Ich kenn die Dame nicht. Wissen Sie, wenn morgen einer kommt und fragt, waren da gestern Abend vier Herren? Wüsste es nicht. Ich hätte es glatt vergessen. Tut mir leid, wenn Ihnen die Erklärung nicht gefällt. Oh, sie hat mir ja gefallen. Ist ja gut. Ja, nehmen Sie das Tablett gleich mit. Jetzt bin ich neugierig. Zwei Bier. Was wollen denn die Bullen hier? Ich habe ein Foto von der Kleinen. Ich hab gesagt, ich bin blind auf beide Augen. Chef, da ist der... Ja, bring ihn her. Hätten Sie vielleicht einen Moment Zeit, wir sitzen an dem Tisch da drüben. Wir wollten uns ganz gerne. Tag. Was machen Sie denn hier? Können Sie vielleicht den Stuhl hier nehmen? Ich suche den Mann, der nach Arno kam. Ach, haben Sie nicht mit Arno gesprochen? Doch, er sagt, sie verschwand eines Tages. Hat er nicht erzählt, wie? Micha? Ja. Und wir? Ja, ja, danke. Fühlen Sie sich nicht ganz wohl hier? Doch. Aber wissen Sie, ich habe mir fest vorgenommen, mich aus allem ganz rauszuhalten. Aber dann sehe ich Eva. Ich sehe sie fallen. In einem Plastiksack von der Brücke in den Waggon. Und dieses Bild, das verfolgt mich. Ich werde es nicht los. Sagen Sie, was Sie wissen. Ich kenne den Mann nach Arno. Es war ja alles bei mir zu Hause. Es ist ungefähr 3 Monate her. Komm, jetzt mach mal lauter. Hier ist die Telefonseelsorge, Pfarrer Hertel. Wer ist dort, bitte? Bitte melden Sie sich. Herr Pfarrer? Ja, bitte. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie störe. Sie stören nicht. Ich hätte gern einen Rat.
Sprechen Sie nur. Es betrifft nicht mich, es betrifft einen Freund von mir. Er hat vor 2 Tagen einen Selbstmordversuch gemacht. Einen Selbstmordversuch? Ja, er hat Schlaftabletten genommen. Man hat ihn im letzten Moment gefunden. Man hat ihn ausgepumpt. Ausgepumpt? Im Krankenhaus. Er fühlt sich nun wieder ganz wohl. Noch ein bisschen müde, sitzt rum wie eine Fliege. Aber was macht man bloß mit so einem Menschen? Irgendwas muss man dem doch sagen, dass er wieder Mut bekommt. Ich überlege ja selber, aber mir fällt nichts ein. Sagen Sie mal was. Ihnen fällt doch leichter, eher ein, wo Sie ja Tag und Nacht darüber nachdenken, was für einen Sinn die ganze Sache hat. Wer spricht denn da? Ich denke, bei Ihnen darf man anonym anrufen. Ja, selbstverständlich. Ich habe ihm gesagt, man wirft sein Leben nicht einfach weg, weil das Leben, es ist... Ja, was ist es eigentlich, Herr Pfarrer? Das Leben? Ein Geschenk Gottes. Das habe ich mir gedacht. Sind Sie nicht allein? Wir sind eine ganze Menge Leute und wir interessieren uns natürlich sehr dafür, was ein Fachmann dazu sagt. Also ein Geschenk Gottes, sagen Sie. Ach, sei doch kein Spaßverderber, Mandy. Wissen Sie, Herr Kommissar, das Makabre war Mandy Stein. Er hatte wirklich einen Selbstmordversuch gemacht. Er war ziemlich am Ende. Mandy Stein ging weg, sagte kein Wort, ging nur raus. Und Eva, Eva ging ihm nach. Ich wusste sofort, sie lässt Arno sitzen. Sie geht zu Mandy. Ja, ich werde die Biste los. Glaubst du, sie interessiert sich für einen Leichnam? Ich hatte recht. Sie vergaß Arno sofort. Genauso wie sie mich vergessen hatte. Wer ist Mandy Stein? Was macht er? Er ist Student. Und warum hat er einen Selbstmordversuch gemacht? Er hat sich selber fertig gemacht. Mit Drogen. Er kam nicht davon los. Er wollte sich umbringen, weil er es nicht ertragen konnte, süchtig zu sein. Er war auf meiner Party, weil er wusste, dass... Arno ist da. Von dem er was haben wollte. Was er eigentlich nie mehr haben wollte. Lieber wollte er sterben. Ist das richtig? Ich muss da was klarstellen, mein Herr. Ich mache hier keine Aussage. Also eine Aussage ist das nicht. Ja, ja, schon gut. Arno Hess ließ sich also gefallen, dass Eva ihn verlassen hatte. Wegen eines Rauschgiftsüchtigen. Was sollte er denn machen? Sie ging einfach nicht zurück zu ihm. Er verstand es nicht, wie es niemand verstand. Aber er wollte sich das nicht bieten lassen. Er sagte... Was ist denn? Sie haben Angst vor dem Wirt? Vor dem Kerl? Ja. Sie sollten trotzdem alles sagen, was Sie wissen. Ein paar Wochen später kam sie zu mir. Sie wirkte ganz anders. Sie hatte sich verändert. Sie war viel bewusster. Hilf mir, Misha. Bitte hilf mir. Arno will Mandy umbringen. Er schenkt ihm Heroin. Sie verstehen, ich mache keine Aussage. Das ist nur eine Information für Sie. Man kann gegen Arno sagen, was man will. Ich meine, er ist ein Dealer und manchmal benimmt er sich auch etwas fies. Aber so etwas würde er nicht tun. Er würde Eva nichts tun. Er wird sie nicht in einen Plastiksack stecken und von einer Brücke schmeißen. Wer ist denn das? Das ist Mandy. Mandy Stein. Aha. Der soll abhauen. Wunsch, Mann. Jetzt so wäre ich meinen, du sollst lieber wieder verschwinden.
Das ist kein günstiger Zeitpunkt jetzt. Wieso? Hat er denn nichts? Stehst du denn nicht? Das ist Polizei hier. Polizei? Schau nicht hin. Hau ab! Erich? Hast du nicht verstanden? Die Polizei ist hier. Ich kann dir jetzt nichts geben. Hau ab! Wo ist die Polizei? Du sollst dich nicht umdrehen. Erich, ich brauch was. Jetzt sofort. Jetzt gleich. Und wenn ich's nicht kriege, Erich, dann drehe ich mich um. Und wenn da Polizei ist, gehe ich vielleicht sogar hin. Gut, Mandy. Folgender Vorschlag. Du gehst jetzt nach Hause und ich bringe es dir. Das dauert keine 5 Minuten. Und dann... dann hast du, was du brauchst. Ist gut, Erich. Ich kann mich doch drauf verlassen. Das kannst du. Wollen wir den laufen lassen? Was macht der Wirt? Telefoniert. Walter, du stehst jetzt langsam auf. Ja, du hast es gar nicht eilig, überhaupt nicht. Es darf nicht so aussehen, als wenn du jetzt Manny Stein nachgehen würdest. Er soll ich ihn nicht nach? Nein. Ich nehme an, der Wirt hat mit Arno Hess telefoniert. Um den geht es. Du gehst also jetzt zu dem Haus von Arno Hess und wartest dort. Ja, und wenn er das Haus verlässt, dann gib mir sofort Bescheid. Du bleibst überhaupt in Verbindung mit mir. Ich muss jeden Schritt wissen. Ich glaube, du kannst jetzt auch stimmen. Okay. Guten Abend, ihr Herren. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Ah, Sie wollen schon gehen? Ja, ich muss morgen früh raus. Ja, bitte, wollen Sie nicht Platz nehmen. Aber nur einen Moment, ich habe nicht viel Zeit. Also, gute Nacht zusammen. Gute Nacht. Bis morgen, Walter, ja? Bis morgen. Mein Kellner hat mir gesagt, dass Sie ihm ein Foto gezeigt haben. Ja, das stimmt. Ich kann es Ihnen auch zeigen. Bitte. Stimmt schon. Das Mädchen kenne ich, die war öfter hier. Hast du nicht mal mit ihr befreundet? Ja. Wow, da kannst du eine Menge erzählen. Ich habe von der Geschichte gehört, die ist über eine Brücke geflogen, war das nicht so? Ja. Na ja. Hoffentlich können Sie die Sache aufklären. Ja, ich weiß nicht, es wird sehr schwierig sein. Ja, wir möchten dann zahlen, ja? Zahlen, bitte sehr. Sie wissen, wo Manny Stein wohnt, ja? Ja. Gut, wir müssen sofort hin. Du bleibst hier, Robert. Das habe ich mir schon gedacht, ja. Also jeder Schritt, jede Bewegung... wird registriert. Steigen Sie ein. Wie fahre ich denn jetzt? Geradeaus, dritte rechts und dann ist es gleich das vierte Haus auf der linken Seite. Wie heißt der Wirt? Der Wirt? Eckel. Warum kommt Mandy in das Lokal? Das weiß ich nicht. Schade. Es gibt Leute, die behaupten, dass man da kriegt, was man braucht. Aha. Durch den Wirt? Oder durch den Kellner. Aber ich weiß es nicht. Verkehrt Arno Hess dort? Es ist sein zweites Zuhause. Hier rechts jetzt. Ja. Ja, dann folgst du ihm am besten, Robert. In Ordnung. Aber lass dich nicht sehen. Ich glaube, der Mann ist gefährlich. Bin ich ein Anfänger? Entschuldige. Ich pass schon auf. Ende. Bavaria 17. Robert? Walter, wo bist du? Ich bin vom Haus Hess. Es ist Licht, aber es rührt sich nicht. Bleib dort. Melde dich bei Robert, wenn was ist. Ich bin ab jetzt nicht mehr zu erreichen. Ja, wo sind Sie denn, Chef? Ich bin vor dem Haus von Mandy Stein. Mhm.
In Ordnung. Ende. Moment noch. Ja? Es sieht so aus, als seien Arno Hess und der Wirt, also aus der Kneipe, in der wir gerade waren, als ob das beide Partner sind. Aha. Händler und Verteiler. Ja, vielleicht auch Händler und Mörder. Der Mann hat seine Kneipe verlassen, er ist unterwegs. Mandy, soll ich Licht machen? Ja. Da ist Polizei, Mandy. Sie können sie nicht wieder lebendig machen. Nein, aber ich kann dafür sorgen, dass der Mörder bestraft wird. Der Mörder? Kennen Sie ihn? Nein, leider nicht. Was wollen Sie wissen? Ihre letzte Erinnerung an Eva. Meine letzte? Mandy! Wer hat dir das gegeben? Mandy, du hast... Mandy, du hast mir doch versprochen, du nimmst es nicht mehr. Du nimmst es nie wieder. Wer hat dir das gegeben? Was, Arno? Was, Arno? Weißt du denn nicht, was er will? Er will, dass du stirbst. Er will dich umbringen. Begreifst du das denn nicht? Mandy, was, Arno? Ja. Er hat mir selber die Spritze aufgezogen. Wo ist er? Schönen Gruß, hat er gesagt. Er ist unten im Wagen. Wartet auf dich. Mandy, hörst du mich? Mandy! Ich werde jetzt zur Polizei gehen. Ich werde ihn anzeigen. 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 Sie ging hinunter, um ihm das zu sagen. Am nächsten Tag war sie verschwunden. Sie kam nicht nach Hause. Ich sah sie erst wieder in der Zeitung. Haben Sie danach Arno noch einmal gesehen? Ja. Er weinte. Machen Sie das Licht aus. Der Wirt ist es. Kommt er rauf? Nein, er wartet unten. Ja, Walter? Gerade fährt hier ein Wagen aus der Garage. Kann man den Chef nicht erreichen? Nein, der ist im Haus. Steht er immer noch unten? Ja, Walter, jetzt sehe ich den Wagen auch. Wo bist du denn? Hinten in der Straße. Ich bin dem Wagen gefolgt. Der aus der Garage bei Hess kam? Ja, den. Niemand aus. Nein. Der Wirt ist hingegangen. Er hat mit jemandem gesprochen, den ich nicht erkenne. Er geht jetzt zum Haus hinüber. Geht er rein? Ja, er geht rein. Na, hoffentlich geht das gut. Was ist? Er kommt. Thank you.
Andy! Lassen Sie die Waffe fallen! Harry! Also, Sie waren der Mörder von Iwatam. Das muss das bewiesen sein. Sie haben Iwatam ermordet, so wie Sie jetzt Manny Stein ermorden wollten. Ich habe niemand ermordet. Als Iwatam bereit war, zur Polizei zu gehen, um Arno Hess hochgehen zu lassen, da war der Mord an ihr eine beschlossene Sache und Sie haben ihn ausgeführt. Wie ich schon sagte, das muss erst bewiesen werden. Gut. Wir werden Arno Hess fragen. Tun Sie das. Chef! Na, Gott sei Dank. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Hat er gestanden? Nein. Er fühlt sich noch recht sicher. Aha. Unten steht der Wagen, dem ich gefolgt bin. Vielleicht fragen wir mal Arno Hess, welchen Auftrag er dem Wirt gegeben hat. Was denn für ein Wagen? Das ist der Wagen da hinten an der Ecke. Der dritte. Ja, ich sehe. Natürlich, das hätte ich mir denken können. Nicht Ihr Sohn ist verantwortlich, sondern Sie, Sie ganz allein. Sie haben das Mädchen beseitigen lassen. Und Sie sind praktisch die Mörderin von Iwatam. Thank you.